Was benötigt ihr? Rotes Adamantinum ist das einzige Metall, das sich mit dem der Erdenklinge verbinden lässt. Geht zu Meister Urak. Ihr findet ihn bei den Minen. Er wird euch dabei helfen, es herzustellen. Nidhalfs... Okay. Was ist mit den anderen? Haben die Grüß. Noch was? Du nicht? Oh. Ah. Der hat auch nichts zu sagen gerade. Grüß. Der auch nicht. Ich merke aber auch gerade, dass der Sohn verschwunden ist. Also der Fürstensohn. Vielleicht ist er ja nach Hause gegangen. Nicht. So, dann mal zu dir, Urak. Naja, ich hoffe mal nicht, dass der da unten wieder rumsitzt. Also hier, aber hier sehe ich ihn nirgends. Also gehe ich mal nicht davon aus. Also ja, rotes Adamantium. Splitter haben wir genug wahrscheinlich. Da ist die Erdenklinge. Glück auf! Ich benötige rotes Adamantinum. Habt ihr eine Vorstellung, wovon ihr sprecht, Mensch? Was meint ihr? Nun, ihr benötigt allein genügend Adamantinum für die Rohmasse. Darüber hinaus braucht ihr einen Stein des ewigen Feuers sowie das Blut eines Dämons für die Farbe. Vollendet ist das Werk aber erst, wenn das glühende Metall in den Tränen eines seelenlosen Wesens gelöscht wurde. Skavik erwähnte nicht, dass ein solcher Aufwand nötig ist, um den Griff für ein Schwert zu fertigen. Ein Schwert? Eine Erdenklinge, geschmiedet von den Dienern der Tiefe. Ah, ich verstehe. Ein Vorschlag, Mensch. Ich tausche euch die Klinge gegen ein gleichwertiges Stück aus meiner Sammlung. Ich kann euch aber auch verraten, wo ihr die Zutaten für das rote Adamantinum findet. Die Entscheidung liegt bei euch. Sagt mir, wie ich an die Zutaten für das Adamantinum komme. Adamantinum findet man nur an äußerst seltenen Stellen, dort, wo das Gestein der Erde alt ist. Steine des ewigen Feuers müsst ihr an Orten suchen, an denen das Blut der Erde glutrot und siedend an die Oberfläche tritt und die Luft voller Asche hängt. Das Blut des Dämons muss lebend entnommen werden, um seine Kraft zu erhalten. Fragt mich nicht, wie ihr das vollbringen könnt. Die Tränen eines seelenlosen Wesens sind der schwierigste Teil, da nur wenige Kreaturen ohne Seele je Trauer empfinden. Ja. Erdenklinge. Ja, dass die Bündnis besitzt starke Kräfte durch seine Macht, erhält das Adamantinum seine Härte. Die Brunnen treiben vor allem in den Düsterland in der Nähe von Mulandir, ihr Unwesen. Also, rotes Adamantinum, fangen wir mal von oben an. Oder fangen wir mal hier an. Urak, der Meister der Minen in den Windfallbergen, kann Auskunft über die Herstellung des roten Adamantinums geben. Des einzigen Metalls, mit dem er die Erdenklinge... Was? Vernichten kann? Da war er ein bisschen komisch, kreativ. Urak benötigt einen Bestandteil, um das rote Adamantinum fertigen zu können. Sobald sie alle gesammelt sind, kann er die Fertigung beginnen. Sammelt 4 Adamantium-Splitter. Adamantium-Splitter finden sich bei Dienern der Tiefe und der
der Felsen. Auf den Felsen scheinen sie häufiger an die Oberfläche zu kommen. Findet zwei Steine des ewigen Feuers. Steine des ewigen Feuers findet man an Stellen, an denen Lava an die Oberfläche tritt. Oder bei Kreaturen, die aus dem ewigen Feuer der Erde stammen. Sammelt ein wenig den Mohnblut. Das Mohnblut besitzt starke Kräfte. Durch seine Macht erhält das Adamantinum seine Härte. Dämonen treiben vor allem in den Düsterland in der Nähe von Mulantirion-Wesen. Sammelt die Träne eines seelenlosen Wesens. Wesen ohne Seele sind meist weder fröhlich noch traurig. Sollte ein solches Wesen je Tränen vergießen, wurde ihnen eine besondere Kraft inne. Ein solches Wesen könnte eine beschworene oder geformte Kreatur sein, aber es wird schwer sein, sie zu finden. Ja, wir haben hier die Tränen. Uns fehlt eigentlich nur noch das Dämonenblut. Wir können ja eigentlich mal ganz kurz einen Blick in die nördlichen Windfallberge riskieren, wenn wir schon hier so unterwegs sind. Brunnenfels. Ob jetzt hier alles von Untoten überrannt wurde, was ich bezweifle. Also dein Bubi scheint auch nicht hierher zurückgekehrt zu sein. Oder er hat sich einfach in Luft aufgelöst, so wie Flink. Grüße! Nö. Will. Und auch nö. Okay. Das heißt, wir jetzt gehen wieder in die innere Festung der klagenden Steine und machen endlich mal mit der Mainquest weiter. Ah, hier regenerieren sich Eisen und Steine und alles andere auch langsam wieder. Also ja, die Düsterlande. Ah. Muss ich gerade überlegen, welche Map das nochmal war. Die nächste ist Whisper. Das sollte klar sein. Stadt der Toten. In der Hukan Ashir residiert. Na dann, mal ab nach Whisper. Was willst du, sterbliche Kreatur? Bist du hier, um des Meisters Schlaf zu stören? Oder willst du deine lächerlichen Kräfte mit den meinen messen? Du wirst scheitern, so wie andere vor dir. Meine Macht ist unbezwingbar. Aha. Questbuch. Begibt das zur Teil der Kuschas Thronlager nach Whisper. Kusha ist besiegt, der Weg nach Whisper ist frei. Die Maske des Belial ist komplett. Nun ist es Zeit, nach Whisper aufzubrechen und mit Hukan zu verhandeln. Weiter vorne am Weg steht ein einsamer Krieger, was auch immer ihn hierher geführt haben mag. Er hat vielleicht wertvolle Informationen über diesen Ort. Mhm. Dafür müssen wir aber erstmal durch die Asche-Skelette durch.
Linien müssen halten. Zum Glück brennen Runenkrieger, immer noch. Zu mir! Hehehe. Standhalten, Männer! Das ist ein Hinterhalt! So, noch ein Haschisskelett und da ist der Krieger. Vorsicht, Gegner! So, du bist tot. Uta Greifenstahl. Tiaras Flamme, ein Mensch. Ihr seid meine Rettung. Was tut ihr hier? Wie konntet ihr hier überleben, mitten im Reich der Untoten? Sie wagten nicht, mich anzurühren. Tiara selbst hat mich gesegnet, auf dass ich meine Rache vollstrecke. Doch dafür benötige ich Hilfe. Von welcher Rache sprecht ihr? Von meiner Rache an Ismail. Um seinem Meister, dem Zirkelmagier Hokan, zu gefallen, ermordete er meine Familie, während ich auf dem Schlachtfeld kämpfte. Ich versuchte, sie zu rächen, doch Ismail verspottete mich nur. Er spielte mit mir. Er tötete meine Freunde, meine Kameraden. Mein Leben wurde zu einer Straße des Todes. Da erhörte Tiara meine wütenden Gebete. Sie sandte mir ihren Segen. So erhielt ich die Stärke, Ismail zu schlagen. Die Untoten können mich nicht schrecken. Tiaras Kraft schützt mich vor ihnen. Doch ich geriet in eine Falle. Es gelang den Untoten, mich zu überlisten. Sie raubten mir Waffen und Rüstung und ließen mich wehrlos zurück. Was kann ich tun? Ich bin hier, um meine Rache an Ismail zu vollstrecken. Ich bin der Einzige, der ihn besiegen kann. Keine Klinge außer der meinen kann ihm etwas anhaben. Doch sie wurde mir von den Untoten gestohlen, mitsamt meiner Rüstung und meinem getreuen Greifen. Bitte bringt mir Schwert und Rüstung und befreit meinen Greif. Er wird seinen Weg alleine zurückfinden. Jo. Die flüsternde Stadt. Das Duell von Uta und Ismail. Uta Greifenstahl ist hier, um Ismail zu töten. Hunkans unbesiegbaren Lehrling. Uta ist der Einzige, der Ismail bezwingen kann. Aber er wurde überlistet und sein treuer Greif geraubt. Findet Utas Schwert. Utas Schwert ist von den Untoten versteckt worden. Irgendwo in Whisper muss es verborgen liegen. Genauso wie das Schwert wurde Utas Rüstung geraubt. Auch sie liegt irgendwo in den Ruinen von Whisper verborgen. Utas Reittier, ein Greif, wird von den Untoten irgendwo gefangen gehalten. Er muss befreit und zu Uta zurückgeschickt werden. Können wir noch was von dir erfahren? Zurück, mein Freund. Nein. Gut. Also ja, hier unten sind Untote unterwegs. Oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, was für eine Map das war. Vorsicht, Gegner! Du willst mich veralbern, kann das sein? Wenigstens nimmst du mehr Schaden als ein Skelett durch Fernkampf. Runenkrieger, zu mir! Und wenigstens können wir dich ein bisschen vom Zaubern abhalten. Okay, hier sieht schon mal sehr offen aus, das Gelände. Okay, und da ist das Zwergenmonument. Und auch ein Elfenmonument ist hier. Ah, oh je.
Da ist Eisen. Ach, hier ist da unten eine Grube, ey.